Okay, da lang geht's nicht. Na los, wir müssen weiter. Vorsicht, wir lauern hier überall. Das ist mir klar. Holy shit. Nee, ich wollte eigentlich nur die Munition einsammeln. Genau die. Schöne Musik, aber. Faustkämpfer. Würde ich sagen, bin ich. Lauf, Nate. Freunde, lauft. Wow. Hey, da ist der Leiter. Los, Beeilung. Oh, abgesägte Schrotflinte, glaube ich nämlich nicht. Ja, warte. Dann hoch hier. Wir müssen zu Chloe zurück. Ich sehe nichts mehr. Katja, verdammt, wo sind wir? Am Bahnhof North Edward, los! Komm schon. Sehr gut, tot. Komm, los geht's. North Edward. Bahnhof North Edward.
Meine Güte. Alles klar. Schnell. Ja, komm schon. Komm schon. Scheiße, wie verdammte Ratten. Schießt du auf das Schloss oder soll ich? Zurück, zurück! Los, Dalon! Oh, Scheiße! Ist da los? Da sagt der Kerl, Bohnen und Speck, oh verdammt, hoffentlich halten's die Hosen aus. Cheers. Auf unseren Erfolg. Oh ja. Kommst du nicht zu uns, Herzchen? Ja. Ja. Die Karte ist der Beweis. Drake ist nicht 6 Monate durch Ostindien gegurkt. Er ist direkt nach Arabien gesegelt. Okay. Aber jetzt wird's interessant. Seht ihr das hier? Das ist John Dees Unterschrift. Wer zum Teufel ist John Dee? John Dee, einer der engsten Berater von Queen Elizabeth. Das weiß doch jeder. Ja, ja, er war Mathematiker und Navigator. Seiner Zeit weit voraus. Er hat das hier wahrscheinlich erfunden. Der stand voll auf okkulten Kram. Und zwar das richtig widerliche Zeug. Er hat alle seine Briefe an die Queen so unterschrieben. Er war ihre Augen. Der erste 007, seht ihr? 007. Ja, Miss Moneypenny. Also weiß John Dee, der Drake nach Arabien geschickt hat. Ja, sieht ganz so aus. Dee und Elizabeth. Und Walsingham. Toll, aber warum? Das wäre dann die Millionenfrage, was? Hier kommt T.E. Lawrence ins Spiel. Denn bevor Lawrence zu Lawrence von Arabien wurde... Klasse Film. ...war er Archäologe. Schon als Kind war er von Geschichte fasziniert, vor allem von Rittern und den Kreuzzügen. Er ist überall gewesen und hat alle Kreuzritterorte dokumentiert. Hier steht alles drin. Okay, also ich verstehe nur Bahnhof. Was zum Teufel hat das mit Drake zu tun? Wart's doch mal ab. Nach dem Krieg hat Lawrence gesagt, dass er nur nach Arabien zurückkehren würde, um einen Ort namens Atlantis der Wüste zu suchen. Die Legende taucht immer wieder unter verschiedenen Namen auf. Ubar, die verschollene Stadt Iram, die Messingstadt. Die Geschichte ist aber immer dieselbe. Oh, Stadt des grenzenlosen Reichtums. Für ihre Arroganz von Gott zerstört. Für immer vergraben im Sand der Rub-al-Khali-Wüste. Genau hier. Ja. Also das mit dem grenzenlosen Reichtum klingt gut. Und du meinst, Elizabeth und die haben Drake hingeschickt? Oh ja. Noch wichtiger ist, dass Marlow danach sucht. Also, warte. Wenn Drake von der Queen beauftragt wurde, diesen Ort zu finden, wieso die Geheimhaltung? Es sieht doch so aus, als habe er alles daran gesetzt, sämtliche Funde zu verstecken. Und das sogar vor Ihrer Majestät. Ich weiß nicht. Oh, sorry, was war das? Halt, warte mal einen Moment. Falls du dich erinnerst, als wir das letzte Mal um die halbe Welt gereist sind, um eine verschollene Stadt zu finden, wurde es ziemlich brenzlig. Ja, aber diesmal sind wir im Vorteil. Ich meine, Drake wusste nur die eine Hälfte und Lawrence die andere. Wir wissen alles. Und Marlow weiß gar nichts. Gibt nur ein Problem. Die Rub-al-Khali-Wüste. 600 Meilen Durchmesser. Sogar die Beduinen laufen außenrum. Und selbst wenn wir wüssten, wo sie ist, was nicht der Fall ist, würden wir sterben, bevor wir sie jetzt finden. Jetzt mal langsam. Seht ihr die Symbole hier? Ja. Sieht Zabäisch aus. Das ist Zabäisch. Genau. Die Kreuzritter haben vor 1000 Jahren nach der gleichen verschollenen Stadt gesucht. Von allen Orten, die Lawrence dokumentiert hat, sind nur 2 mit diesen Symbolen markiert. Einer in Syrien, der andere in Frankreich. Oh. Nein, ihr 2 geht nach Syrien, wir nach Frankreich. Wenn wir diesen Hinweisen folgen, finden wir Lawrence' verschollene Stadt. Das weiß ich. Und was dann?
Wie kommen wir durch eine 600 Meilen lange glühend heiße Wüste? Sie liegt in der Mitte der Wüste. Also eigentlich sind's nur 300 Meilen. Oh. Ach, keine Ahnung, wir kriegen das hin. Kommt Zeit, kommt Rat, ganz einfach, was? Genau. Was sagt ihr? Ach, was soll's? Bin dabei. Boah, wie hast du bloß diesen Gestank ertragen? Ja, man gewöhnt sich dran. Wie an alles. Was zum Teufel ist das? Sag's nicht. Sieht aus, als müssten wir den Rest zu Fuß gehen. Was? Nur du findest selbst mitten in Frankreich noch einen Dschungel. Tja, das ist jedenfalls die richtige Richtung. Das Schloss sollte dort sein. Ist nicht weit. Na los. Ja. Ist nicht weit? Bei dir weiß man nie, was das heißt. Eine Meile oder 20. Ach, wir verlaufen uns noch wie in Peru. Du willst jetzt über Peru reden? Wirfst du mir das etwa immer noch vor? Ich war 15, Sully. Als ich dich traf, hätte ich wissen müssen, dass ich im Knast lande. Das hast du dir alles selbst eingebracht, mein Junge. Und außerdem habe ich dich rausgeholt. So wie jedes Mal. Oh ja, die alten Zeiten in Peru. Aber sieht gar nicht schlecht aus hier, muss ich sagen. Ist ja ein PS3-Spiel eigentlich. Aber sieht gar nicht bad aus, muss ich ehrlich sagen. Und ja, der Auftakt war ja mal episch, muss ich sagen, ehrlich gesagt. Also war ein guter Einstieg für die Geschichte. Ja, hoffentlich geht's genauso gut weiter. Komm hier durch. Erstmal durch den Dschungel in Frankreich. Dschungel in Frankreich. Wie geht das? Ja, Dschungel in Frankreich. Wie funktioniert das? Aber nicht auf der Karte. Scheint ganz neu zu sein. Okay. Komm, wir finden einen anderen Weg. Hey, nett. Ist das eine Panflöte? Wahrscheinlich, ne? Hier lang. Vorsichtig. Ich weiß nicht, Junge. Sicher, dass wir hier richtig sind? Das ist nicht alt genug für ein Kreuzritterschloss. Sieht nach Renaissance aus. Hast du etwa wieder in meinen Büchern gelesen, Sully? Laut Lawrence wurde das ursprüngliche Schloss im 11. Jahrhundert gebaut. Der Rest kam dann später hinzu. Genau. Option, genau. So. Helligkeit ein bisschen erhöhen. Ich glaube, es bringt gar nichts, aber gut. Oh, das war gut, geht. Oh. Komm, worauf wartest du? Ich habe ihn für dich gelockert. Ja, das ist das Problem. Dann komm halt nicht. Hey, Sully, dein nächstes Auto. Oh, Mann. Ein 1927er Orban. Schickes Auto. War es. Mal. Ja, und das, Herr Zauberer? Na, Kunst. Ziemlich kitschig. Der Ritter, dem das Schloss gehörte, Lord Godfrey, kam im 12. Jahrhundert von den Kreuzzügen. Nach Lawrence' Aufzeichnung ist vom Schloss nur der Burgfried und der Garten übrig. Wenn Godfrey etwas aus Arabien mitgebracht hat, müssten wir es hier finden.